So. Ein paar Blätter. Die Axt nehme ich mal mit, die Spitzhacke auch. Die beiden Fleisch tue ich unten wieder rein. Und da ich sehe, dass es Nacht wird und da ich eh hundemüde bin. So, einmal schlafen. Und dreimal essen. Einmal, zweimal, dreimal, da wir die Abwechslung hier haben. Und wir haben noch drei Speere, das ist wenig. So, Äste liegen hinten, gehen wir gleich wieder hin, holen uns die Dinger und dann sieht es doch schon besser aus. Ui, Krabben. So, weg und weg. Zack, zack. Und ja. Schauen wir mal, dass wir noch alles aufsammeln können, was wir hingelegt haben. Hier liegt was. Was? Wollt ihr mich ver... Ganz kurz ein Speer. 500 Gramm. Da ich hier eine Beschuss genommen werde, gehe ich erstmal hier durch. Ach was, hier gibt es Bären. Bären gefunden. Ah, Skills verbessert. So. Ist das ein Stein oder was ist das? Also wie ein Stein oder? Nee, ach! Na, ist super. Ungamunga Gulaga, ich verstehe ihn nicht. Weg hier. Nein, ich verstehe ihn immer noch nicht. Wow! Immer mal zu dem Typen. Hallo. Oh, hallo mein Freund. Was geht? Bist du auch hier gestrandet? Nö, bin ich nicht. Ich bin einfach nur hier. Hey du, genau wie ich. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich versuche schon lange nicht mehr hier wegzukommen. Diese Insel liegt praktisch in nirgendwo. Hier ist scheinbar nichts drumher. Man braucht schon ein richtiges Schiff und was man... um da was machen zu können. Aber ich habe mich anders arrangiert. Mann, mein Lesenskill ist halt aber am Arsch. Ich habe einfach mein Zelt aufgeschlagen und baue nun meinen Stoff an. Ey Junge, voll der Stoff, ey. Lass mal machen. Die Eingeborenen stehen total auf mein Zeug. Ich gebe ihnen was ab und bekomme von ihnen dafür alles, was ich so brauche. Was für Eingeborene? Na, die von vorn. Was? Du hast noch keine Bekanntschaft mit ihnen gemacht? Doch. Dein Glück sind
Ente, sie sind ziemlich, ja, sagen wir vorsichtig, was Fremde angeht. Ihr Dorf ist durch zwei Wachtürme geschützt, die schießen auf jeden, den sie nicht kennen. Als ich das erste Mal da war, hätten sie mich fast umgebracht. Inzwischen kennen sie mich und greifen mich nicht mehr an. Wäre ja auch schön blöd. Da bekämen sie nämlich keine Joints mehr. So, so, ich verstehe. Tschüss. Verrückt, ein gestrandeter Hippie-Opa, der Hans anpflanzt, Joints dreht und die Eingeborenen verhökert. Jedenfalls scheint sich der Kerl gut auszukennen. Ich sollte mir von ihm helfen lassen. Grüß dich. Was kann ich für dich tun, Kollege? Alle Maler, Aquamaler. Spielt gut. Kaufen. Ja, also für einen guten Tauschhandel bin ich immer zu haben. Ich kann dir Heiltränkesaft oder Kekse anbieten. Dafür will ich Äste haben. Blablabla. Keks kaufen. 5 Äste. Saft kaufen. 15 Äste. Keks. Zück, zück, zück. Zück. So. Kannst du mir was verkaufen? Wie bekomme ich in das Dorf? Wie du in das Dorf kommst, willst du wissen. Das kann ich dir verraten. Du wirst die Sprache der Eingeborenen lernen müssen. Ich kann dir das beibringen. Allerdings wird es eine ganze Menge Arbeit. Wenn du mir bei Ernten hilfst und dafür sorgst, dass mindestens 30 Hanfblätter in meinem Lager liegen, bin ich bereit, dich zu unterrichten. Okay. Der Hanfober hat mir angeboten, mich in der Sprache der Eingeborenen zu unterrichten, damit diese Kerle mich ins Dorf lassen. Bevor der Unterricht beginnt, muss ich ihm aber bei der Ernte seines Grünzeugs unterstützen. Auf mindestens 30 Hanf muss ich seine Vorräte im Lager aufstocken. Dauert ja. Wow. Alter. Dreckiger Bastard Löwe. Ey Junge. Nerviges Feature. Gibt's aber auch noch so viele von denen. So, gucken wir mal, dass wir mit der Axt ein bisschen schneller zurande kommen. Also es kann sich nur noch um Stunden handeln, aber ein Fünftel haben wir. Ich glaube, ich mache einfach mit der Hand weiter. Ja, ich habe Hunger, das ist mir schon klar. So, was ist ein Schwer. Also ist auch mal der Typ hier nie, oder? So klappt das nie. Das kann ich ja, das ist ein Kerl da. So, 15 Blätter. Ja, schon ganz gut aus, denke ich. Jetzt wird er mal was trinken. Hat er hier ein Feufeu? Ja, Feufeu hat er. Doch, war richtig. Und ein bisschen was braten. Und selbstverständlich auch essen.
Das muss man wieder ein bisschen Leben aufstocken. Also ich muss sagen, es war knapp. Also, dass der Löwe sich so anschleicht, war überraschend. Stehen immer noch nicht. Hätte ja vielleicht klappen können. Wo ist der Typ hin? So, guten Morgen Welt und alle, die sie... Ach, da ist wieder angebaut, ja. Da, ja. Naja, umso leichter für uns. Immerhin, ne? So, na komm. Einmal wegschnetzeln das Gemüse. Wie viel haben wir? 24. Das wäre, dann haben wir es doch schon geschafft. Und einmal noch. So, wo ist der Ulf? Hier ist er. Grüß dich, was kann ich für dich tun, Kollege? Nok Haritipaku. Danke für deine Hilfe. Da kann der Unterricht ja nun beginnen. Jawohl, ich bin bereit. Die Sprache der Eingeborenen. Der Hanfober hat mir angeboten, mich in der Sprache der Eingeborenen zu unterrichten, damit mich diese Kerle ins Dorf lassen. Bevor der Unterricht beginnt, muss ich ihn aber bei der Ernte seines Grünzeugs unterstützen. Auf mindestens 30 Blätter Hanf muss ich aufstocken, klar. Ich habe dem Kerl seine Blättchen besorgt und er hat sein Versprechen eingehalten. Er hat mir einen Crashkurs in Sachen eingeborenen Sprache gegeben und ich fühle mich jetzt so weit, dass ich mich in der Lage glaube, mich mit denen zu unterhalten. Problem ist nur, dass sofort ein Feierregen auf mich knapp prasselt, sobald ich zu nah an ihr Dorf komme. Ich muss außerhalb eines Dorfes einen Angehörigen des Stammes finden. Ja. Würde ich sagen, wir warten einfach mal, bis dieser andere Typ hier wieder vorbeischneit. Und in der Zeit gehen wir einfach mal ein bisschen am Strand lang. Ich sollte was essen. So. Bären. So. Ah, da kommt er doch. Hula hula, haga haga. Zack. Hallo, Fremder. Was machst du hier? Ich frage wohl eher, was du machen. Aber mir egal. Ich handle mit alten Mann. Er geben Pflanzen des Glücks. Ja, Drogen sind nicht gut. Was? Ich verstehe nicht. Wohnst du im Dorf? Ja, meine Heimat ist Dorf von Stamm. Hier wir leben, fühlen sicher durch Schutz von Türmen mit Bogenschützen. Dorf nicht für Fremde. Ich will in das Dorf. Dorf nicht für Fremde. Türme mit Bogenschützen schießen auf dich, wenn du gehen Dorf. Kann man da nichts machen? Ich können helfen zu werden, Freund von Stamm. Freund von Stamm haben freien Eintritt zu Dorf von Stamm. Türme mit Bogenschützen nicht schießen auf Freunde, nur schießen auf Feinde. Klingt gut, was muss ich tun? Das einfache Sache ist, du helfen mir, ich dann helfen dir. Dann wir beide glücklich und trinken Tasse Tee. Ihr habt Tassen, ihr habt Tee. Komm zur Sache, du Arsch. Sprich nur weiter. Ich sage dir nun, was du müssen machen, wenn du helfen mir, ich werden sagen meinen Stamm, dass du Freund und nicht Feind. Aber erst du müssen mir beweisen, dass du sein wahrer Freund. Ich geben dir Liste mit Aufgaben. Die mache ich mal. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Hallo Freunde, du musst mir bringen folgendes. 20 Federn, 10 Äste, 3 Häute, Bananen, 1 Stein, 2 Rinde, 1 Liane.
20 Federn für neue Pfeile und für Bogenschützen, 10 Äste für ewiger Lagerfeuer, 3 Häute für weiche Bett, 4 Bananen gegen große Hunger, damit du mehr, 1 Stein, damit du mehr tragen. Ja, finde ich schön. 2 Rinde für Vorrat und 1 Liane für Reparatur von Hütte. Wenn du haben alles zusammen, dann suchen wir und geben viel Erfolg, bla bla bla. Gut. Ha. Kurz Pilze. Dann trinken wir kurz. So. Legen wir mal noch ein bisschen Kappes hier rein. Die Joints lege ich unten rein, die Bären behalte ich. Spitzhacke runter, die Axt behalte ich. Lianen habe ich auch keine mehr, gucken wir hier gleich mal. Ah, die ist ja noch nie gewachsen. Scheiße. Wie viel habe ich frei? Legen wir mal noch die Äste oder den Ast ins Lager, den Stamm. Fleisch immer gut zum Braten. Und ich sehe gerade oben sind meine FPS eingeblendet. Ich hoffe, man sieht es jetzt nicht. Falls doch, tut mir das ganz sehr leid. Ja. Ich würde es ja fast sagen, ich mache an der Stelle mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich denke, das ist erstmal ganz gut. Wir haben jetzt auch einmal wieder ein bisschen was gemacht. Speichern unter Let's Play 6. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Stranded 2. Bis dahin, tschüss!